Cowboys, ein letztes Mal ein Hallo aus Ravenport. Ja, ich habe wie versprochen hier die Mission fertig gemacht auf dem Acker hier. Wir gucken mal. 2500 Euro, ja, geht. So, wir klappen den Flug jetzt mal, Flug sage ich schon, den Grubber zusammen und fahren auch einmal zurück zu unserem Shop, wo die anderen Fahrzeuge alle stehen. Und dann, ja, dann packen wir unsere 7 Sachen und verschwinden von hier. Wie ich ja gestern schon angekündigt habe, habe ich mir für uns eine neue Karte ausgesucht. Und zwar ist es die Bettingen vom Tune Wars. Schöne Karte, ein kompletter Neubau, also keine veränderte Karte, wie hier eben aus dem... anders angefangen. Es ist eben ein vollständiger Aufbau einer Karte und nicht eine abgeänderte Standardkarte, so wollte ich sagen. Und ich denke, das ist ganz sinnvoll, ganz interessant. Mir gefällt die Karte. Und wie gesagt, wir werden mit Sack und Pack dorthin umziehen. Wir gucken jetzt mal, was wir wirklich an Fahrzeugen haben. Wir haben den Düngerstreuer, den Drescher mit den beiden Schneidwerken, den Anhänger mit dem Traktor, den Grubber und den Pflug da hinten. Und mit dem ganzen Geraffel ziehen wir um. Und ja, ich würde sagen, ich packe die 7 Sachen und wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder an unserem neuen Wirkungsort, an unserer neuen Wirkungsstätte. Bis dahin, macht es gut. Wir sehen uns gleich wieder. Hallo zurück. Ja. Umzug ist erfolgreich überstanden. Wir sind in Bettingen. Wie gesagt, Karte von Tune War. Eine neu gebaute Map. Wir gucken uns die einfach mal kurz an. Hier, wir sehen große Felder, kleinere Felder, ganz kleine Felder. Schön angeordnet. Hier ist ein Waldgebiet, was uns jetzt eher nicht interessiert. Und ja, ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir suchen uns eine Mission raus. Und ernten Feld 11. Das sind 2 Hektar. Machen wir. Ich habe keine Ahnung, wo Feld 11 ist. Wir werden uns das jetzt einfach mal... Ah, guck mal, das ist direkt hier hinten dran. Das ist ja geil. Wusste ich wirklich nicht. So, dann würde ich doch sagen, dass wir... Ich sehe nicht, welches da ausgewählt ist. Das hier. Das Frontgewicht einmal hier abschmeißen. Wir klappen den Drescher schon mal auf. Ich dachte, wir können jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen die Gegend erkunden, aber dass das jetzt hier direkt um die Ecke ist, naja. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen, je nachdem wie lange wir hier sein werden, noch das eine oder andere dieser schönen Karte hier sehen. So, wir fangen einfach mal hier mittendrin an, ist ja egal wie. Wir müssen einfach nur dreschen. Und
man sieht, schon Karte schön aufgebaut. Wenn wir jetzt mal hier mal so ein bisschen rauszoomen. Wir sehen, es ist eine relativ flache Karte. Ich habe sie mir ja eben vorher schon so ein bisschen mal angeguckt und das gefiel mir eigentlich ganz gut hier. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, ob eben die Missionen funktionieren. Das habe ich na klar nicht getestet vorher. Das heißt, wir dreschen jetzt einfach mal hier den Acker runter und dann sehen wir mal, ob es was bringt, wie es funktioniert, was es macht. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wir uns eben hier so die nächsten Tage schlagen, bis es vielleicht eine andere Karte gibt, eine schönere, und wir da weiterziehen sozusagen. Ach, na gut, das bisschen können wir jetzt hier stehen lassen. Boah, ich fahre hier wieder ein Ding zusammen, das gibt's gar nicht. Ja, wie man sieht, bei dem Umzug ist im Grunde nichts verloren gegangen. Das heißt, wir haben dasselbe Geld wie noch in Ravenport. Auch der Zustand der Fahrzeuge ist alles gleich geblieben. Da habe ich schon drauf geachtet. Das war ein bisschen Arbeit im Safe Game, aber das macht ja nichts. Wir wollen ja hier unseren Spaß haben. Und da ich jetzt weiß, wie der Umzug funktioniert, haben wir es für die nächsten Folgen oder für die nächsten Umzüge relativ einfach. Ja, na gut, jetzt dreschen wir erstmal. Wir müssen gucken, dass wir dann irgendwie demnächst den Abfahrer uns mal organisieren, weil ich weiß nicht, ob das hier alles rein... Achso, ich kann mal den umstellen auf Schwadbildung. Irgendwie flackert das so komisch, habe ich festgestellt. Das war aber auch schon im Multiplayer heute. Ne, gestern? Vorgestern? Vorgestern. Es ist ja jetzt Freitagmorgen, wo ich das aufnehme. Und wie gesagt, wir gucken jetzt mal, wie sich das hier so anlässt. So, ich sehe nichts. Ich denke, wir werden relativ bald den Helfer ansetzen, damit wir uns um den Abfahrer kümmern können. Bisschen rüberziehen, die gesamte Breite wieder ausnutzen vom Mähwerk. Ich denke mal, dass wir das Feld hier sogar noch heute schaffen müssten. Weil so viel ist das gar nicht. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich nach dieser Bahn den Helfer ansetzen, aber auf der anderen Seite drüben, weil da die Kante ein bisschen gerader ist. Und dann noch schwingen wir uns in den T8 und holen den Anhänger und gucken mal, dass wir den gleich hier abgetankt bekommen. So, wir nehmen jetzt aber hier schnell das eine Fitzelchen noch mit. So, Helfer an. Ja, gut. So,
Den Streuer brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen das Gerät hier. Oh, hier ist es, oh, hier ist es eng. Hier ist es sehr eng. Ja, hat einen fast vollen Korntank. Glaube ich dir sofort. Schaffen wir das noch zu drehen und komm, mach das Röhrchen raus. Ja, bleib stehen, bleib stehen. Hallo. Gut, sieht es ein bisschen doof aus. Oh, ich sehe gerade, ich habe irgendwie ein Mod vergessen. Hier den Fruit Hut Dingsbums da. Das ist aber jetzt nicht gut. Gut, da muss ich dran denken für die nächste Folge, dass wir den noch wieder mit reinnehmen. So, ja, der Helfer wird durch ein Objekt blockiert. Das glaube ich dir so voll gegen den Baum hier. So, wir machen mal Warnblinke an, Rundumleuchte an. So, aber guter Helfer, du brauchst nicht weitermachen. Wir arbeiten wieder selbst. Ja, wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir zu Geld kommen, weil ich gerne eigentlich noch die Porsche Pronto als Seemaschine mitnehmen möchte, damit wir unser Portfolio, was Lohndienstleistung angeht, einfach noch ein bisschen erweitern können. Aber ja, es fehlt Geld. Es fehlt einfach an Geld. Sieht das aus? 56%, sehr schön. Und wir müssen das dann wohin bringen? Zum Landhandel. Das ist hier irgendwo da unten. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann finden. Wie gesagt, ich will es noch hinbekommen, dass wir es heute fertig machen. Dass wir sagen können, wir haben den Umzug erfolgreich überstanden und gleich die ersten Arbeiten erledigt. Deshalb werden wir wirklich gucken, dass wir hier einmal zu Ende fahren. So. Gut, können wir nachher noch mitnehmen, den Streifen da. War ich ein bisschen zu langsam mit dem Anschalten des Dreschers hier.
Letzte Bahn. Ja, und dann bringen wir das gleich noch weg und dann sehen wir auch gleich noch ein bisschen was von der Karte hier. Ups. Ja, kommt ihr blöden Vögel. Mal ein bisschen hupen, damit die wegfliegen hier. Das ist doch nicht mehr normal, was die hier mir direkt vorm Drescher rum kräuchen und fleuchen. So, jetzt reicht es aber hier, glaube ich, gleich nicht mehr von der Breite. Gut, dann fahren wir erstmal hier. Und dann hier noch einmal. So, dann ab mit dem hier. Abtanken und dann abfahren Richtung Landhandel. So, gucken wir mal ganz kurz. Wir sind hier. Das heißt, wir fahren hier runter, hier rüber und darüber. Boah. Kriegen wir, glaube ich, hin. Wenn der mal endlich fertig abgebunkert hat. So. Ah, wir machen das mal in der Außenansicht, damit man ein bisschen mehr sieht hier. Auch so schöne Details hier, guck mal, irgendwie so ein Holzstöße und so hier alles hin. Das finde ich schön gemacht, so. Es sind so immer so diese Details einfach, so diese kleinen feinen Dinger, die es reizvoll machen einfach. So, wir kommen jetzt hier einmal rechts rum. Und dann müsste das hier rein sein. Ja, hier ist auch schon die Abladeplatte. So, wir gucken, wir haben 70.000 auf dem Konto und nach Beendigung des Auftrags haben wir 1x das und das hier. Ja, waren knappe 5.000 Euro. Gut. Und mit dem Gewinn hier beenden wir auch die heutige Folge. Morgen geht es dann weiter hier im LU-Projekt von der Bettingen. Und ja, dann sehen wir weiter. Bis dahin, macht es gut und tschüss.